alle leer. 6 Hauptrundenspiele stehen jetzt noch an. Wie siehst du den weiteren Verlauf, wenn du auf die Tabellenkonstellation guckst und das Restprogramm, was noch ansteht? Also ich glaube, jetzt in Krimitschau haben wir eine schwere Aufgabe vor uns. In Krimitschau ist nie einfach und am Sonntag gegen Garmisch, die sind jetzt Tabellenzweite, wird auch schwer. Und ich denke, wenn wir eins der zwei Spiele gewinnen können, ist es auf jeden Fall schon gut für uns und gerade für die Playoff-Plätze wichtig. Ja, sehen wir dich denn nach der Hauptrunde nochmal in Bad Nauheim wieder? Ja, es ist je nachdem, wie in Düsseldorf die Situation ist, ob wir die Playoffs schaffen oder nicht. Und dann denke ich, sieht man wieder von Spiel zu Spiel, aber ich würde gerne. Brandl zieht in die Mitte, versucht Nemec, ist da. Abralle, wieder Brandl, langer Pass, da liegt die Scheibe. Oh! Führung für den FC Bad Nauheim aus dem Gewühl. Wenn du heute Bilanz ziehen müsstest, wie zufrieden bist du mit deiner Eishockey-Karriere bisher? Ja, sehr zufrieden. Es ist immer mal ein Jahr schwerer, ein Jahr einfacher oder ein Jahr besser und schlechter. Aber insgesamt, wenn man die ganze Entwicklung schaut, dann bin ich sehr zufrieden. Ich arbeite hart dafür und bin froh, dass es dann auch belohnt wird. Ja, du kommst aus einer Eishockey-Familie, bist wie dein Vater Eishockey-Profi geworden, dein Bruder spielt auch Eishockey. Ja. Holst du dir auch schon mal Tipps beim alten Herrn ab? Ja, also wir telefonieren eigentlich nach jedem Spiel und er schaut sich mein Spiel auch an und gibt mir natürlich Tipps und das hilft mir viel. Und mit meinem Bruder zusammen zum Beispiel, mit dem ich in Düsseldorf auch spiele, wir reden nach jedem Spiel miteinander und analysieren, was wir hätten besser machen können. Ja, jetzt bist du Stürmer geworden, nicht wie dein Bruder Goalie oder Verteidiger. War dir das alles zu langweilig? Warum ist das zu der Entscheidung gekommen? Ja, ich habe mal gesagt, einer muss ja die Tore schießen in der Familie. Ja, das war eigentlich der Grund, warum. Nee, ich wollte immer schon Stürmer sein und Torwart kam für mich nicht in Frage und Verteidiger fand ich ein bisschen langweilig. McNamee auf Frosch. Frosch versucht. Tor! Dusan Frosch zeigt dir an, als würde er einmal ums Tor laufen. Hinter dem Tor dann aber die Drehung. Pass an den kurzen Pfosten. Nemec natürlich macht die Bewegung in Richtung langen Pfosten. Zu einem guten Sportler gehört Disziplin wie das Amen in der Kirche. Wofür würdest du diese Disziplin sofort vernachlässigen? Für das Essen von meiner Oma. Okay. Ja. Ist das so gut? Ja, ist super. Ja, perfekt. Alles klar. Eishockey ist auch nichts für Weicheier. Jetzt habe ich gelesen, du bist auch sehr kunstinteressiert und gehst gerne in Galerien. Mhm. Wie passt das zu diesem Bad Boy-Image oder dem harten Kerl auf den Kufen? Also ich glaube eigentlich, das Image hat sich eh ein bisschen verändert, weil jetzt Eishockey ist viel, viel spielerischer geworden und viel schneller. Und klar, es ist noch körperbetont, aber jetzt nicht mehr so wie früher, da wo die Riesenkinder, man riesengroß sein musste und super Checks fahren musste. Und ja, abgesehen davon habe ich neben dem Eishockey auch andere Interessen. Und ja, ich denke, das passt eigentlich ganz gut zusammen, vielleicht sogar als Ausgleich. Ja, okay. Letzte Frage. Was machst du morgens, nachdem der Wecker klingelt? Was ist das Erste? Den Wecker ausmachen. Und dann geht's direkt zum Training oder hast du mehr Zeit? Ja, nee, ich geh schon frühstücken, dann ist wichtig für mich. Also das Erste, was ich mache, ich gehe wahrscheinlich auf Toilette. Und dann wasche ich mir das Gesicht und die Zähne und dann, ja. Okay, dann danke schön, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Wünschen. Danke. Jetzt der Pass auf McNamee, Frosch, Tor! 5 Sekunden vor dem Ende. Die Entscheidung. Dusan Frosch macht den Deckel drauf. Empty net goal für den FC Bad Nauheim.